Hallo ihr Lieben, die Lady und ich, wir begrüßen euch recht herzlich hier bei uns auf dem YouTube-Kanal und freuen uns riesig, dass ab jetzt die Update-Videos der Eventpferde 2023 auch hier auf YouTube veröffentlicht werden. Heute machen wir den Start mit der Carina, der Betty, der Sherinda und der Lisa. Was die vier mit ihrem wilden Mustang in den ersten Wochen erlebt haben, das seht ihr gleich im Video. Wir wollen aber trotzdem die Chance nutzen, euch darauf hinzuweisen. Wir haben jetzt auch einen Mitgliederbereich für die Mustangs und dort findet ihr ganz viele tolle Videos. Registriert euch da einfach. Das hilft uns, weiter auf die Mustangs aufmerksam zu machen. Und da findet ihr Videos zur Ausbildung der Mustangs und auch noch Videos zu diversen Live-Clinics auf Mustang Makeover. Also ganz viel Wissen, was wir da für euch parat halten. Von daher, ja, schaut einfach mal rein und wir freuen uns, euch dann beim nächsten Video wiederzusehen. Tschüss! Hallo, herzlich willkommen zum ersten Video-Update mit dem kleinen Tag 4535. Ja, wir haben uns erstmal so ein bisschen kennengelernt. Er war ja schon ein bisschen vorgearbeitet aus den USA, daher musste ich erstmal gucken, was kennt er denn schon. Ja, letztendlich ist es so, dass er wie so ein schon ein bisschen besser vorbereitetes Eventpferd ist. Wir mussten so ein bisschen das Halfton mal wieder arbeiten und klar auch die Berührungen. Ich meine, das ist auch alles fremd bei uns, aber er hat das alles relativ schnell umsetzen können. Wir hatten so ein nettes, schönes Thema am Anfang, wo er nicht aus dem Unterstand mit rauskommen wollte. Ich habe ihn da einfach die Longe hinten dran gemacht und bin dann einfach ein bisschen unelegant mitgelaufen und habe aber dann einfach geguckt, dass ich ihn wieder reinnehmen kann, sobald einfach ein guter Moment da ist, weil in dem Moment, wo er sich schon umgedreht hat, habe ich einfach keine Chance, ihn irgendwie zu halten. Und daher haben wir das Ganze dann einfach am Kapzaum geübt, haben Bodenarbeit angefangen, so ein bisschen Basics mal weichen zu lassen, ein bisschen seitwärts und alles so ein bisschen spielerisch. Und da hat sich auch rauskristallisiert, was für ein toller Charakter er hat. Selbst wenn er mal kurz so ein bisschen hochfährt, kann man ihn schnell wieder runterholen und dann tut er auch alles super toll umsetzen. Beim Hufeheben war er anfangs so ein bisschen unsicher, warum ich es erstmal am Seil wieder angefangen habe, auf ein bisschen Abstand, bis er wusste, was ich wollte. Und habe ich dann einfach auch immer meine Hand so ein bisschen schnüffeln lassen, weil er immer so mit dem Kopf rumkam, wenn er unsicher war. Hat das aber dann sehr schnell sehr toll umgesetzt, sodass wir einfach schon die Vorbereitungen für den Hufschmiedtermin treffen konnten.
It has been a bit longer than a week now that Mustang is here. And it was such an amazing experience to pick him up from the airport. The first glimpse I saw of him when he walked around the corner was so intense. I was so happy to see him. And without any doubt, he walked upon the trailer. So when we came home, of course we unloaded him from the trailer, and that went also very easy and quiet. Days I was a lot around him because he has such a nice energy to be in, and I was watching him doing everything and learning about his behavior and his movements. I very consciously chose to not ask anything from him these first 2 weeks, but only act upon what he was offering. I wanted to give him all the time and space he needs to ground and to get used to his new place. I didn't want to work with him when he is still overwhelmed from his travel. Hallo! Jack 6658 vertraut immer mehr. Wir haben vergangene Woche weiter am Handling gearbeitet. Da wie immer, egal wo wir hin möchten, ob Koppel, Halle, Stall oder Platz, durchs Dorf müssen, wo viele Fahrräder, Traktoren, Jogger und Spielekinder sind, war es mir sehr wichtig, dass sich Tech 6658 schnell und sicher führen lässt und ich mit ihm jederzeit kommunizieren darf und er mich auch versteht, ohne in Panik zu geraten. Er durfte viel auf die Wiese und die Zeit mit anderen Pferden verbringen. Hier zeigte es sich sehr angenehm und unkompliziert. Er wurde immer mehr ins tägliche Stallleben integriert und durfte dabei sein. Er ist allgemein sehr neugierig und sieht sich Neues gerne an. Das Luftverhalten ist bei ihm eher gering, bei Unsicherheit geht er eher in den Kampf über. Allgemein verteidigt er gerne seinen Raum und sein Umfeld. Gibt man ihm allerdings die notwendige Stütze, versteht er sehr schnell, kaut ab und versteht. Auch fremde Personen dürfen ihn mittlerweile überall berühren. Phasenweise möchte er noch unsere kleine Zweierherde vor Fremden beschützen. Ich bin derzeit seine absolute Bezugsperson.
Gegenüber zeigt es sich sehr offen und ich darf ihn ebenfalls überall anfassen. Er folgt mir, wo ich auch hingehe. Hilfe geben, halftern, führen oder auch putzen macht es sehr souverän und sicher. Am Vorwärts haben wir bewusst nicht gearbeitet. Er wurde jetzt von der Osteopathin einmal durchgecheckt, durfte sich viel Speck anfressen und nun warten wir auf die Huforthopädin zur ersten Hufbehandlung. Erst wenn wir von allen Seiten grünes Licht haben, geht es weiter. Bis dahin vertiefen wir das Alltagshandling, gehen spazieren, sehen uns gemeinsam die Welt an und lernen uns gegenseitig immer mehr zu vertrauen und zu verstehen. Ich freue mich sehr auf die bevorstehende Zeit und bin gespannt, was aus Tag 6658 noch wird. Bis bald! Um ihn dann noch ein bisschen besser kennenzulernen, habe ich dann einfach meine Plane auf den Platz gelegt und geguckt, was er denn so macht. Was ich hier sehr positiv finde, dass er nicht weggerannt ist, obwohl er sich kurz so erschrocken hat. Man sieht, dass er da ganz kurz eingefroren ist und ich frage ihn einfach, ob er so ein bisschen zu mir kommen kann. Und auch hier, er ist sich dann so unsicher, möchte so ein bisschen in meine Richtung weichen. Ich mache ihn einfach ein bisschen Platz, weil ich nicht möchte, dass er anfängt, sich loszureißen oder sonst was. Und solange er so höflich ist, ist das überhaupt kein Problem für mich. Und dann hat er das auch super schnell umgesetzt. Ansonsten zeige ich ihm gerade ganz viele Gegenstände, und zwar nicht mehr unbedingt, um ihn damit zu berühren, sondern eher so vor ihm in der Bewegung, damit er sich traut, nicht immer direkt einzufrieren, sondern sich die Sachen auch wirklich anzuschauen. Und genau das wird auch unser Thema werden für das lange Video auf YouTube. Und zwar möchte ich mit euch so ein bisschen in die Desensibilisierung eintauchen, wie ich desensibilisiere, worauf ich achte, woran ich sehe, wie das Pferd sich fühlt und was mir dabei wichtig ist. Er hat sich super in meine Herde integriert, er versteht sich super mit meinem Mustang und auch mit den Easies, die manchmal ja auch nicht so nett in der Herde sind. Aber er macht das mit einer ganz tollen Gelassenheit und mit einem ganz großen Charme. Und auch da bin ich einfach nur absolut begeistert von ihm. Wir haben noch so ein bisschen spielerisch angefangen, ihn mal als Handpferd auf dem Platz ein paar Runden mitzunehmen. Erstmal nur so um ihn rum, damit er erstmal so ein Gefühl dafür bekommt, wo soll er laufen, was soll er überhaupt tun. Dass der Reiter ihn da oben nicht beißt, aber das hat er ganz, ganz toll umgesetzt. Ansonsten merkt ihr schon, ich bin ganz verliebt in dieses Pferd. Er hat einfach einen unglaublichen Charakter. Und seine kleinen Schrammen haben wir mit den Produkten von unserem Paten Dr. Schette behandelt. Auch das macht er super. Und hier bin ich auch ganz happy, dass er sich mal traut, sich umzudrehen, zu gucken, was ich mache, mal meine Hand schnüffelt und einfach immer mehr auftaut. Also wir haben jetzt alles erstmal so ein bisschen spielerisch angerissen. Und festigen das Ganze jetzt einfach mal so weiter in den nächsten Wochen und dann freue ich mich aufs nächste Update. Every day I see his personality growing and he's also getting more curious. I waited for him to take the initiative to show his interest towards me. I wanted to be sure that he was ready, so we are able to build a relationship based on trust. We did some liberty work and explored each other's faces and movements. I learned a lot from him, because he is so sensitive to the smallest signals. That is very normal, of course, because he has lived wild and free. It felt so natural to work with him like that. He is so pure and gentle, and every time he comes to me, I feel special. One of these moments was a moment when I first touched him. He was still so sensitive that he scooped away, and after a few times of touching,
And this is something he very much enjoys. So I could approach his left side, but he wouldn't try to see me with his right eye. I noticed the difference in his eye already in liberty. We could do one or two rounds on the right hand, and after that he would get sensitive and turn the other way, so he could have me in his left eye again. I know from a lot of other horses I train that they prefer to see novel objects and humans with their left eye, and that they learn new things easier on their left side. The right side, however, is more linked to routine and emotion, which makes it more difficult to process new experiences. This is the reason I fully went with him exploring me with his left side first. It didn't take long though for him to allow me on his right side as well. I find it interesting to see that he, as a wild horse, has the same difficulties. So I feel like the bond between us and the trust started to grow. And he confirmed that in a very, very special moment, because he decided to lay down next to me. And luckily my friend was around to make a little tiny video for you so you can enjoy that moment too. But it was so, so special because I couldn't even touch his nose. And I only could touch him one day before that moment, and he just lay down next to me and I could lay down next to him. So, so special. I'm really grateful for that. Now that he let me put his halter on again and that we built trust in our connection, I cannot wait to show him my world. I want to bring him to the best pastures, and I'm curious what he thinks of the forest and the lake we have close by. I love him already for the brave and pure soul he is.